gleich schön. Hallo, ich bin der David und bei mir kannst du ganz einfach Tai Chi lernen. Und auch diese kleinen Qigong-Übungen in dieser Serie. Schau dir gerne auch noch die anderen Videos dazu an und erstelle dir vielleicht eine eigene Liste mit deinen Lieblings-Qigong-Übungen, dass du sie dann jeden Tag mit mir gemeinsam üben kannst. Die folgende Übung, gleich schön, hat so eine kleine Anekdote. Scheinbar heißt die Übung vollständig zwei gleich schöne Damen. Ob das stimmt, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber der Protagonist dieser Übung, also wir, wenn wir die Übung gleich machen, schaut praktisch zwei gleich schönen Damen nach. Wer weiß, ob dir das hilft, dieses Bild bei der richtigen Ausführung der Übung. Die Füße sind jedenfalls schulterbreit parallel, die Knie gebeugt und die Finger zeigen zueinander. Die Arme flach in der Horizontalebene, die Ellenbogen auch schön an der Seite diesmal. Nicht zu hoch, sodass die Schultern immer noch vom Gefühl her nach unten sinken können. Wir wollen ja immer in einer möglichst entspannten Haltung sein. Und dann verlagern wir auf das linke Bein und die Arme drehen auseinander. Das heißt, der rechte Arm kommt zur linken Seite, der linke Arm zur rechten Seite und der Kopf geht mit. Und dann drehen wir wieder zurück. Die Finger kommen wieder zusammen und wir verlagern in die Mitte. Wir verlagern zur anderen Seite nach rechts und der linke Arm zur Seite und der rechte auch. Und dann wieder gerade drehen, zur Mitte kommen. Verlagern und rotieren. Und wieder zurück rotieren und verlagern. Verlagern, rotieren. Der Blick geht mit nach hinten, wieder gerade drehen. Und verlagern zur anderen Seite. Wenn wir zur Mitte kommen, einatmen. Wenn wir zur Seite drehen, aus. Zur Mitte ein und zur Seite aus. Zur Mitte ein und zur Seite aus. Der Blick geht mit. Die Arme so weit strecken, wie du das eben für dich kannst. Nicht übertreiben und noch einmal und zur Mitte kommen und die Hände sinken nach unten und die Knie strecken, Füße kommen zusammen. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Übung, übertreibe es mit den Schultern nicht. Diese Übung braucht auch eine gewisse Zeit, bis du auch die Beweglichkeit bekommst, aber mit der Zeit eben wird es besser. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.